Jo, hallo Leute, hier sind euer Gravel PJLP mit der ersten Folge von Let's Build in 3 Minuten. Ich habe viele und noch mehr als viele Kommentare bekommen mit Wörtern, die ihr vorgeschlagen habt. Ich habe es noch nicht mal geschafft, alle Kommentare zu lesen und alle Wörter mit allen Personen rauszuschreiben, weil das Gewinnspiel wird wahrscheinlich jetzt so in der Art gemacht, wie ich es im Infovideo schon erklärt habe. Aber wie es letztendlich ist, wird dann nochmal in einem separaten Video erklärt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Nun gut. Oh, was haben wir hier? Ah, ich habe ein neues Texturenpack, Leute, findet ihr in der Beschreibung. Pre-Made Craft heißt es, glaube ich. Ich finde das Texturenpack eigentlich ganz gut. Das hat mir einer von euch empfohlen. Und der hat das wohl auch gemacht. Ach, wir haben ja den stimmt, ich habe ja Creative Mode gewählt. Der hat das wohl auch gemacht. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich nicht schlecht, ja. Am Anfang war ich ein bisschen stutzig so. Dann habe ich mir das mal ein paar Minuten angeguckt. Und ja, mittlerweile finde ich das ein richtig gutes Texturenpack so. Und es macht Spaß, damit zu spielen. Wenn ihr das haben wollt, Beschreibung gucken, Leute. Da findet ihr alles. Oh, ich muss flicken. Zumachen. So. Ja, das erste Wort, was ich heute nachbauen werde oder was ich versuchen werde, in 3 Minuten möglichst schön zu gestalten, ja, und ihr könnt dann letztendlich eine Bewertung darüber abgeben, ob es mir gelungen ist, dieses Wort wirklich gut darzustellen. Das ist das Wort, und jetzt kommt es, Leute. Wo ist es? Pokéball. Ich werde jetzt den Pokémon-Ball nachbauen. So behindert und bescheuert das auch klingt, aber genau das wird passieren. Ich werde einen Pokémon-Ball nachbauen. Und dann in 3 Minuten und ich habe Angst. Und ich habe mir hier aber schon mal alles rausgesucht, ne? Ich habe so überlegt, was braucht man denn? Unten ist ja weiß. Also ich suche mir vorher immer die Blöcke raus natürlich, weil sonst kann ich das nicht in 3 Minuten bauen. Unten ist ja beim Pokéball immer weiß. Dann kommt so ein schwarzes Ding mit vorne so einem Knopf, wo man draufdrücken kann, wo der Pokémon rauskommt und oben rot. Und so werden wir das auch machen. Oh, ich habe Angst. Okay, Leute. Ich werde jetzt gleich die Stoppuhr starten hier. Ich habe eine. Ich weiß nicht, also ich versuche es genau 3 Minuten zu machen. Ob es jetzt ein paar Sekunden mehr oder weniger sind, darauf kommt jetzt nicht an, ne? Ihr könnt ja auch mal auf die Uhr gucken unten, ihr habt es dann natürlich einfacher und ich werde jetzt hoffen, dass ich das in 3 Minuten schaffe. Auf geht's! Okay, ganz schnell bauen. Ich habe keine Ahnung, wie genau ich das jetzt hier machen soll am Anfang, aber es ist auch völlig egal. So, komm. Wir müssen irgendwie oh Gott, ich weiß es nicht, lass mich rein! Eine Art viereckiges Gebäude hier bauen. Irgendwie so eine Art errichten. Und wie lange habe ich noch? Oh, ich habe schon 20 Sekunden vorbei. 20 Sekunden vorbei, Leute. Das ist schon der Weltuntergang. Schnell. Hier ist keine Luschenarbeit gefragt, hier ist wahre Arbeit gefragt. So, sagen wir jetzt, das haben wir so. So. Das sieht eh nicht aus wie ein Pokéball am Ende. Egal. Jetzt kommt hier so ein schwarzes Ding, sag ich mal, ne? Irgendwie so. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie der Pokéball aussieht. Jetzt haben wir aber doch hier vorne. Ach, wir können doch fliegen in dem scheiß Creative Mode. So, jetzt haben wir hier so von mir aus so einen Knopf dran. Und schnapp sie dir, Pokémon. So, und jetzt machen wir. Jetzt habe ich die Musik im Kopf. So, jetzt machen wir hier noch so ein Ding ins. Oh, jetzt ist der wie so ein Besoffener in dem scheiß Fly-Mod hier, weil das voll kacke ist. Also, ich habe keinen Fly-Mod, sondern ich habe gar keine Mods mehr drauf eigentlich. Außer Too Many Items habe ich drauf, aber den sieht man ja hier nicht. Geh da rein. Und wie lange habe ich noch? Oh, 2 Minuten noch. So, jetzt machen wir das so. Und jetzt kommt oben so eine rote Kappe drauf. Ja, eine Red Kappe, eine rote Kappe. Oh, der Fly-Mod könnte mich hier in dieser Aufgabe retten, Leute. Werde ich es schaffen und sieht es kacke aus? Kacke sieht es auf jeden Fall aus, aber ob ich es schaffen werde. Wie komme ich wieder runter? Lass mich doch runter. Komm schon. Boah, wenn ich jetzt runterfalle, das wäre so ärgerlich. Das wäre so ärgerlich. So. Sieht das einigermaßen aus? Boah, sieht das scheiße aus. Das sieht doch nicht aus wie ein Pokémon-Ball. Boah, jetzt muss ich hier noch irgendwie was hinbauen, oder? Es sieht ja nur noch schlechter aus. Mach ihn wieder weg. So. Kann man das als Pokémon-Ball nehmen? Jo, das ist mein Pokémon-Ball, Leute. Und 2 Minuten. Ich hab's geschafft. Das ist mein Pokémon-Ball. Sieht das scheiße aus. Das sieht mal richtig scheiße aus. Aber egal. Fail. Ich hab noch ein paar Sekunden. Komm schon. Fail. So. Okay, Leute, ich habe es unter 3 Minuten geschafft. Aber ob das jetzt auch schön ist, das weiß ich natürlich nicht. Da seid ihr jetzt an der Reihe. Bewertet das. Wie sieht das aus, das Pokémon-Ball-Ding? Ich meine, hinterher müsst ihr bewerten, wie die Idee des Spielers war, also des Manns. Pokémon-Ball ist im Übrigen von Black Trixie GPC. Dazu sei nochmal gesagt, wenn zwei Leute dieselben Wörter sagen, gilt
das, also gilt derjenige, der das Wort als erstes in die Kommentare geschrieben hat. Das kann ich natürlich alles zurückverfolgen. Sprich, wenn ihr jetzt auch noch Ideen habt für Wörter hier, was ich in 3 Minuten bauen könnt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Aber bitte vorher das Infovideo gucken und gucken, ob euer Wort schon mal dabei ist. Mit Steuerung F gibt's eine Suche, geht auf alle Kommentare, Steuerung F, dann könnt ihr euer Wort eingeben und dann seht ihr ganz schnell, ob das schon jemand gepostet hat oder nicht. Das heißt, so ist es auch gar kein großer Suchaufwand für euch. Okay, Leute, das ist mein Pokéball. Die erste Folge von Let's Build in 3 Minuten ist auch schon vorbei. Ja, das war's, Pokémon-Ball. Wir werden im Übrigen die ganzen Gebilde hier irgendwie so in die Area bauen, sodass wir also hinterher voll die vielen Gebilde hier rumstehen haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Part wieder dabei seid. Ich hoffe, der kommt morgen oder übermorgen. Ich meine, es ist ja schnell gemacht hier. Und, jo, in diesem Sinne bedanke ich mich für die Wörter, fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal bei Let's Build in 3 Minuten. Und da kommt eine Kuh. Tschüss.